Hallo, ich bin Sanneke Rothenberger und ich möchte euch gerne was über mein Team erzählen. Meine Eltern sind ein ganz großer Bestandteil, dass ich so erfolgreich bin, weil sie mich so unterstützen, weil sie versuchen, alles zu geben. Es macht es vielleicht für sie einfacher, mir zu helfen, weil sie selber sehr erfolgreich waren. Beide waren auf den Olympischen Spielen. Meine Mutter versucht jeden Tag dabei zu sein, wenn ich trainiere, um mir zu helfen, um noch mal ein paar Augen von unten zu haben. Dann kommt mein Vater, der dann versucht, neben seiner Arbeit manchmal auch dabei zu sein, um dann auch mal ein bisschen das Richterliche mit einzufügen, weil ob das auf dem Punkt ist, ob die Piaffe wirklich da auf der Mittellinie ist, das ist natürlich auch sehr wichtig. Ohne meine Mutter, die dann meine Pferde reitet, hätte ich gar nicht ins Auslandssemester gehen können, weil das sonst überhaupt nicht funktioniert hätte. Und weil meine Mutter da war, konnte ich so schnell nach dem Auslandssemester auch wieder anfangen. Und dann sind ja meine Geschwister auch noch da, die mir auch sehr helfen. Meine Schwester hilft mir dann, mal die Pferde einzuflechten, zum Beispiel in Hagen, dass ich mich dann konzentrieren kann auf die Prüfung. Mein Bruder war jetzt letztes Jahr fast jedes Mal vor der Prüfung bei Devereaux dabei und hat meiner Mutter geholfen beim Training. Das ist natürlich super, diesen Support zu haben. Mein Freund, der seit 4 Jahren mich auch unterstützt, der überhaupt keine Ahnung vom Reiten hat, der musste dem ersten Jahr überall auf Turnieren mit Sammy. Also am Anfang wusste er nicht, was Schritt oder Trab oder Galopp ist. Und meine Cousine und meine Schwester haben mit ihm so ein Spiel gespielt. Ja, ist das jetzt Trab oder Galopp? Das Pferd war im Trab, er sagt Schritt. Also so fing das an. Dann kommen halt die Leute im Stall, die sehr wichtig sind. Die Anna, die macht die jungen Pferde, die Fohlen, dass die gut aufgezogen werden. Dann die Anja passt auf die alten Pferde auf, dass sie pünktlich rein und raus gehen. Die Steffi ist unsere Wassernixe, die geht dann immer im Aquatrainer mit allen Pferden und im Spa. Und dann haben wir Robex, also Alex und Robby, die machen halt die Sportpferde, die jetzt richtig im Sport gehen. Robby macht halt die Pferde für Sönke und Alex teile ich so ein bisschen mit der Sammy, die hat jetzt 3 Stuten, die Arme. Die unterstützen mich so sehr, dass ich dann auch wirklich neben dem Reiten auch die Zeit habe, mein Studium zu machen. Dann gibt es natürlich die Leute, die immer mit mich unterstützt haben auf dem Weg. Und da ist zum Beispiel die Tina Donand sehr, sehr wichtig, weil die immer parat war, die immer mit Konrad mitgegangen ist und die Glückszäpfchen geflochten hat. Ich weiß nicht, was sie ihm gesagt hat, aber es hat geholfen, weil er war dann viel ruhiger. Und wenn sie nicht da war, musste ich sie auch anrufen, sodass sie mit ihm redet. Dann gibt es natürlich meine Großeltern, die mich auch unterstützt haben. Also meine Großeltern aus Holland. Wenn Großeltern so stolz sind, das fühlt sich richtig gut an und das pusht einen auch. Und dann gibt es natürlich auch die Großeltern aus Deutschland, die ein bisschen weniger mit Reiten zu tun haben, wo aber mein Opa jetzt trotzdem manchmal zum Training einfach reinspaziert kommt und sagt dann so, dass ja, sieht schon viel besser aus als letztes Jahr. Und ja, das ist auch schön, weil wenn jemand einem halt zeigt, dass man daran denkt, dass einem das interessiert, wenn er auch dann versucht zu verstehen, wenn man was Gutes erreicht hat, dann ist das natürlich was sehr Schönes und ja. Einfach was ganz Schönes.